Momentan das Gesprächsthema hier in St. Georgen sind zwar teilweise diese Zelte, die jetzt abgebaut werden müssen in den nächsten Tagen, aber das große Problem, wovor sich alle hier fürchten, ist, und zwar ein Asylwerber hat in einem Supermarkt hier direkt in St. Georgen zwei vierjährige Kinder unsittlich berührt, am Bauch, am Rücken, der einen Kuss auf die Wange gegeben und dem zweiten Mädchen hat er einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und da gehen natürlich die Wogen momentan hoch und es ist definitiv erwiesen, dass es ein Asylwerber war. Er ist 1995 geboren, denn eine Mitarbeiterin des Supermarktes hat ihm dann seinen Ausweis, seine Asylkarte abgenommen und da das dann fotografiert. Und aus diesem Grunde ist es wirklich definitiv so. Und ich habe auch mit der Mutter eines der mehr oder minder sexuell belästigten Kinder gesprochen. Sie heißt Susanne Blümel, kommt hier aus St. Georgen und dieses Interview, da werden wir jetzt mal kurz reinhören.